Lampenmühe. Das nicht sonst wärst du herum nicht auszuhalten. Hallo und Grüße aus Bernitz bzw. Unterbergtalstation. Ich bin Flatterbär und heute nehme ich euch auf eine kleine Winterwanderung mit. Guten Grund brauchen wir keinen, außer dass wir den Schnee gesucht und gefunden haben. Und Geheimtipp ist das leider auch keiner. Denn wie man sieht, der Parkplatz ist voll wanderwilliger Leute, die alle heute genauso wie wir den Schnee gesucht haben. Und deswegen machen wir uns auf in Richtung der Miraluke und weiter hinauf auf den Unterberg. Nackige minus 10 Grad. Trotzdem geht es bald bergauf. Und deswegen bin ich auch relativ leicht angezogen, damit ich nicht so zum Schwitzen anfange. Ich habe ein paar Schlittenfahrer und Tourengeher probiert. Ja, das ist ein Verzweiflungstat. Das ist Miraluke, die geht da bei dem Tal auf der rechten Seite hinein. Und da haben wir außerdem zum Unterbergschutzhaus in 1,25 Stunden. Da geht's da auf einen Waldweg aber hinauf, ein bisschen steiler. Da unten wäre die Skipiste. Auch über die Piste kann man aufsteigen. Empfiehlt sich natürlich nur ohne Skibetrieb. Wird da hinten dann aber überraschend steil. Ja, und diesen sonnigen Morgen alles richtig gemacht. Kurzer, ein bisschen knackigerer Aufstieg. Und da, wo es jetzt flacher wird, da wird es auch sonnig. Ja, da ist eine Zeit lang richtig gemütlich, dass man sich richtig fragt, wo denn da der Berg beim Unterberg sein soll. Aber das kommt schon auch wieder. Ja, bis jetzt merkt man das Skigebiet da noch nicht sehr stark. Natürlich auch deswegen, weil gar kein Skibetrieb ist, aber auch die Liftanlagen und Pisten haben wir jetzt nur ganz wenig davon gesehen. Es wird sich im weiteren Verlauf der Tour noch ändern. Und bis wir dann am Unterberggipfel oben sind, werden wir zahllose Male die Skipisten queren und auch zum Aufstieg benutzen. Ganz unentwegte Tourengeher nutzen gefüllte 10 cm Schneeauflag, wenn es denn überhaupt so viel ist. Für uns geht es jetzt am Rand von der Skiwiesen hinauf. Ja, wenn man so will, ist das der einzige Pistenaufstieg, den man machen muss, wenn man unter den Berg kommt. Alles andere geht über Fahrwege. Wenn man den roten Skifahrer kommen sieht, da ist für uns schon wieder aus demnächst. Sich kein Hauch gelegt und jetzt ist der Wind sehr einfach aufgefrischt. Was ich
sich da am Boden Schneeverwehungen. Da haben wir jetzt unseren Pistenabschnitt hinter uns gebraucht. Bei der Kirchenweg also kann man jetzt nach links hinein. Lauter Mühe. Das ist ein schöner Ausblick auf den Schneeberg. Und heranziehen sollen jetzt schon die Wolken, die von einer nahenden Sturmfront aus Süden gründen, die uns morgen erreichen wird. Und davor lebt noch einmal starker Föhn auf. Das heißt, es war jetzt Winter für einen Tag. Geht jetzt wieder die ganze Zeit über eigentlich auf unseren alten Vorweg hinauf. Und da erinnert sich fast bis am Gipfel nichts mehr, wenn man nicht will. Das wäre da eine total hübsche Schneeschuhwanderung. Ja, wenn denn genügend Schnee war, um zu rechtfertigen, dass man die Schneeschuhe überhaupt auspackt. Aber erfreuen wir uns an den wenigen, was wir haben. Für mich ist das auch eine Testtour. Das ist ja körperlich. Ich habe jetzt längere Zeit Fußbeschwerden gehabt. Sondern auch von der Ausrüstung her. Ich habe mir jetzt eine neue Actioncam zugelegt, weil ich mit meiner GoPro Hero 7 Black absolut nicht zufrieden bin. Und jetzt schauen wir mal, was die DJI Osmo Action so kann. Man sieht viele schöne Skihänge alten Schlages, deutlich weniger breit, als man das heutzutage gewöhnt ist. Wäre ein wunderschönes Skigebiet, nur mit Naturschnee. Ja. Und das reduziert den Skibetrieb in dem Skigebiet natürlich auf wenige Tage im Jahr momentan. Dem Klimawandel sei es gedankt. Ja, die sonnige Höhe da oben lässt schon ahnen. Da ist der Unterberg mit einem Sender oben. Da sind die Wanderer uneins und es führen einmal ganz wenige Spuren am Originalweg hinauf. Schon langsam aber sicher hat sie sich verlaufen. Ja, alpine Herausforderung ist keine. Aber hübsch ist der Winterwald. Da muss man schon froh sein, dass man da ist. Jetzt auch, als es windpresst. Ein paar unentwegte Tourengeher bei jetzt vielleicht unter Brüdern Zaumquade 15 cm Eischnee wollen es unbedingt wissen. Ja, kann kein besonderer Genuss sein. Wo der Wald aufgeht, da sind wir dann beim Unterbergschutzhaus. Da hinter dir, wenn du schaust, das ist der Travelberg, der flache. So ja, das Unterbergschutzhaus natürlich aktuell Corona-bedingt geschlossen. So, jetzt gehen wir sie doch die Schleppliftstraße. Und wo der Schlepplift da oben so ausschaut, ist auch der Berg aus. Und Besteigen verboten. Gott sei Dank gilt das nur für die Stütze.
Morgen ist ganz schön stürmisch. Wird das spannend sein, ob man mich da oben sinnvoll versteht. Jetzt ist der Bruchboden, der ist schön gehalten. Schön, dass ich hier rein wollte. Ja, sehr kalt und unwirklich ist da. Deswegen ein bisschen aus dem Wind raus. Da kommen wir her, da kommt der Tello aufgestapft. Trotz den Elementen, da diese Aussicht da. Ist natürlich wunderschön, wenn es ein bisschen Schnee hat. Es ist auch toll, wenn man am Abend und in der Nacht hier oben ist, gibt es meistens einen tollen Sternenhimmel, dann kann ich vielleicht ein paar Aufnahmen einblenden. Es ist also eine lohnende Abend- und Nachttour. Naja, ich nehme das nicht mit, weil sonst wärst du hier oben nicht auszuhalten, bei Windstärke 7 oder 8. Macht schon zuhause, dann musst du wieder auf den Abstieg. Die ist mir direkt vorbei am Sender. Ist vielleicht auch im Aufstieg die gescheitere Variante. Die Verhältnisse ganz unterschiedlich. Ja, da den Kamm entlang könnten wir gehen, allerdings nur auf der Skipiste, so wie die Schneeschuhwanderer, die uns da entgegenkommen. Und da durch den Schnee hinunterstapfen, da kommen wir wieder über unseren Anstiegsweg. Das machen wir heute. Weil das können wir nämlich schon. Ja, bergab geht's hurtig voran, gell? Ich bin nur gar nicht so steil vorgekommen beim Raufgehen. Ja, sei froh, das heißt, du bist bei guter Kondition. Ja, überall gut besucht. Ja, da auf dem schönen Wiesal in der Nähe vom Unterbergschutzhaus. Werden wir mal schauen, ob wir da jetzt den windstilleren Bereich irgendwo eine kleine Rast einlegen. He? Da drüben ist Schutzhaus, ja, da ist die Bergrettungshütte. Da auf dem Bankerl sitzt schon wer. Schau, da gibt es noch ein Bankerl. Ein Zweitbankerl. Ich kann dir das vom Schnee befreien. Was glaubst du, das werden uns andere Wandersleute auch danken, wenn wir das tun. So, ja, mit dieser schönen Aussicht von unserem Rastbankerl haben wir eigentlich eine schöne Mittagspause genossen. Und jetzt machen wir uns da im Bereich von der Bergrettungshütte und vom Unterbergschutzhaus wieder auf den Abstiegsweg. Also Bankerl verbleibt hinter uns. Haben wir jetzt vom Schnee gesäubert, damit die anderen Wandersleute auch was davon haben mögen. Und jetzt geht's los, oder? Da ist leicht windbläst. Und unter Brüdern so viel, dass man schon einmal ein hohes Schuhwerk braucht. Ja, da vorne rechts kommt unser Anstiegsweg daher. Den gehen wir jetzt aber nicht, sondern wir folgen jetzt der Straße talwärts. Und dann haben wir das Ganze außerdem mit zumindest ein bisschen Anflug von Rundweg verknüpft. Die Straße gibt natürlich vom Naturerlebnis nicht so rasend viel her. Dafür ist aber ein sanfter Abstieg und ist gar nicht glatt, gell? Geht? Asphaltiert ist es nicht, aber sehr gut ausgebaute Schotterstraße. Ja, die Attraktion des Straßenabstiegs, nämlich die Skiunterführung. Da hat man tatsächlich die Straße so gestaltet, dass man mit dem Auto unten durchkommt. Jetzt sind wir am Vormittag hineingequert, weil die Skipiste sind wir aufgenommen. Und wir nehmen uns jetzt weiterhin die Straße für den Abstieg. Ja, so schrecklich ist die Landschaft gar nicht entlang von der Straße, gell? Gar nicht die schlechteste Alternative da oben wahrscheinlich.
Da sieht man vielleicht noch, der Straßenabstieg ist auch markiert, nämlich in Gelb. Und das ist jetzt zusehends der Wind weiter heruntergekommen. Das heißt, wir haben das gar nicht so schlecht gemacht, dass wir schon in der Früh aufgebrochen sind. Ich glaube, es wird heute nicht weniger windig, sondern eher mehr. Es ist sicher eine sehr angenehme Kurztour mit ca. 650 Höhenmeter. Das ist normalerweise für jedermann machbar. Sieht man, da haben wir schon einen ganz schönen Aufstieg hinter uns. Da. Und es hat ja gar nicht gestimmt, dass wir der Sonne schon Adieu sagen müssen, weil das müssen wir nämlich jetzt. Ja, gerade und gerade geht sich das aus. Tja, was das rieselt, es rieselt nicht der Schnee aus den Wolken, sondern von den Bäumen. Es ist immer noch wolkenlos, aber der Wind ist jetzt fast schon ganz runter angekommen. Eine tropfig gefallene Graben da neben uns. Der kündet davon, dass wir demnächst ganz unten angekommen sind. Sonne gibt es keine mehr. Jede Menge Leute gibt es, die das alle jetzt noch um so ca. 13.30 Uhr probieren. Die können dann so ähnlich wie Asrael und die eine Abendtour machen. Ich glaube aber nicht, die sind ja mit Kindern unterwegs und die wollen alle rodeln. Ja, diese Erwartung wird hier auf dieser Straße leider enttäuscht bleiben. Ja, gut gefühlt ist der Parkplatz, ne? Halb Ostösterreich hat da jetzt den Schnee gesucht und naja, auch gefunden. Ne? Was sagst du denn über auf den Unterberg? Hä? War sehr interessant und schön mit Schnee. Schöner war es gewesen, weil weniger Leute da waren, aber naja. Genau, das kann man sich nicht aussuchen, wie viele Leute da sind, leider. Ja, es ist eine schöne Unternehmung zum Jahresausgang, nichtsdestotrotz. Und deswegen sagen wir auch, Prosit, naja, ein gesundes Neues für alle, die jetzt zuschauen. Und außerdem nur, ich bin Flat dabei, du bist Bella. Und vielleicht sieht man sie einmal auf einer anderen Tour. Schau mal, wenn du eine neue Bella-Cam mit hast, dann mach einmal. Trafel mit Drrr, so wie Trara. Ja, Trari, Trara, Trafelberg. Ich bin nicht so begeistert, dass du heute gefahren geht. Man dachte, da kommen jetzt Jubelstürme auf. Nur die Harten kommen in den Garten, gell? Für was haben wir den ganzen Tee mitgenommen, wenn wir dann nicht trinken? Hm? Nicht nur reden, aber es wird ja nicht steiler, wenn ich rede, oder? Nein, ich bin sehr umsichtig, auch wenn ich gerade die Papalatur im Betrieb habe. Ich tue ja nicht ranzen. Man redet ja nur davon. Ja, lieber Bello. Gesell dich zu mir. Ich bin ja nicht alt. Nein, du bist nur lange auf der Welt.